Hallo, ich möchte euch jetzt einfach mal das Starterpaket zeigen, wie ihr den Hühler nach Hause zugeschickt bekommt. Da kamen einige Fragen, wie das denn aussieht, was man denn alles dazu bekommt. Und ich habe mir gedacht, mache einfach mal ein Video über diesen, ja, Staubsauger kann man tatsächlich gar nicht sagen. Es ist ein Luftreinigungsgerät, welches euren Staubsauger ersetzt. Ich bin jetzt symbolisch auch extra im Kinderzimmer, weil ich hauptsächlich den Hühler Est gekauft habe wegen unserem Hund. Wir haben einen Hund und meine Tochter hat halt eine Hausstauballergie, eine Milbenallergie und auch Neurodermitis. Und da wollte ich auch noch eine Meeressalzenkur für sie machen hier im Zimmer. Und dementsprechend waren das so die Hauptkriterien, wonach ich gesucht habe, nach einem guten Luftreinigungsgerät, was gleichzeitig auch die Luft desinfiziert. Gerade jetzt ist natürlich auch ganz, ganz großes Thema Desinfizierung von Räumen. Und das funktioniert alles mit dem Hühler. Also ihr seht, das ist tatsächlich nicht einfach nur ein Staubsauger, sondern einfach wirklich ein Multigenie für zu Hause oder im Büro oder wo auch sonst. Ja, fangen wir einfach mal mit dem Zubehör an, was euch erwartet, wenn der Postbote klingelt und ihr euer Paket aufmacht. Wir haben zum einen einmal natürlich die Bürste, die Saugbürste hier mit dem Rohr und dem Schlauch, kommt so bei euch an. Damit könnt ihr also ganz normal Staub saugen, wie man das halt so kennt von zu Hause. Ist unter anderem natürlich dabei. Dann haben wir einmal, bekommt ihr noch die Elektrobürste und die ist extrem genial für Autoreinigung, Matratzenreinigung, Teppichreinigung, Polster, also Couch, Sessel und so weiter. Ne? Alles so Textilien, weil da durch die Elektrobürste haben wir hier wirklich eine Rotation mit dabei und durch diese Rotation werden die Textilien, also Polster, Matratzen und so weiter und so fort, was man damit reinigen kann, wirklich tiefgründig gereinigt. Also nicht nur so leicht oberflächlich, sondern wirklich tiefgründig. Hier geht wirklich in die Tiefe des Materials rein, lockert das Ganze, wirbelt das Ganze auf und saugt es dann wirklich weg. Also das ist wirklich eine Tiefenreinigung für Matratzen, Autos, Polster, Teppiche und Sessel und so weiter, was man halt zu Hause hat, weil da sammelt sich natürlich wirklich der ganze Staub an, tote Hautschüppchen, die abgelagert werden, Haare, Hundehaare und so weiter. Also das sammelt sich wirklich im Teppich und in den Matratzen und so weiter an. Und das können wir natürlich damit wirklich tiefen reingehen in die Materiale und da wirklich alles richtig aufwirbeln und raussaugen. Ist einfach nur genial. Ich blende euch mal hier ein, was ich aus meiner Couch, ich habe nur eine Seite der Couch gemacht, was ich aus der Couch mit der Elektrobürste rausgeholt habe an Dreck und die hat eine ganz andere Farbe. Da bin ich noch nicht mal nass rübergegangen. Ja, ihr könnt nämlich auch mit dem Sauger, also mit dem Hühler Est, könnt ihr nämlich auch nass saugen. Das ist super genial. Aber natürlich nicht in Kombination mit der Elektrobürste. Das lasst ihr bitte sein. Nass saugen geht mit der normalen Bürste. Also Elektro-Rot, kein Wasser. Ihr habt dann hier halt auch wirklich so ein Zeichen. Das ist Rot für Elektro. Und mit dieser Bürste dürft ihr keine Flüssigkeiten einsaugen. So, dann gehen wir mal noch zu den ganzen Aufsätzen, die ihr bekommt nach Hause. Wir haben einmal halt hier so einen Spitzenaufsatz, den kennt man ja auch. Das ist wirklich perfekt für Auto, für die ganzen Rillen, wo man nicht reinkommt, für Stühle in den Rillen rein, Couchritzen, da sammelt sich ja auch einiges an. Da kann man wirklich richtig rein und dann alles schön raussaugen. Super praktisch, finde ich. Dann haben wir einmal, die ist so genial, das ist einmal hier die Naturborstenaufsatz. Ist ganz weich. Und damit kann man tatsächlich ja, alles absaugen, was Spielzeug, Schränke absaugen, abstauben, was noch, Fernseher abstauben, Tastatur, Laptop-Tastatur, also alle diese feinen Sachen, wo man natürlich nicht möchte, dass die verkratzt werden, kann man damit echt abstauben und es ist einfach blitzeblank sauber und er saugt einfach den kompletten Staub wirklich ein und hinten kommt wieder einfach frische, saubere Luft raus. Super praktisch, mega weich und ja,
sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel auch Lampenschirme kann man damit echt super sauber machen. Einfach so ein bisschen drüber wedeln und dann ist der Lampenschirm picobello sauber. Dann haben wir noch einmal den Synthetikaufsatz. Der sieht so ähnlich aus, von der Form auch, nur dass der halt hier ein bisschen gröber ist. Das ist natürlich auch super, um die Wände einmal sauber zu machen. Also wie heißt das oben, die an der Decke, die Ränder? Wenn da Spinnnetze dran sind, kann man die wirklich richtig schön ausborsten. Oder an der Seite, die unten die Fußleisten. Also da muss man natürlich gucken, was einem lieber ist, der oder der hier, was man damit sauber machen möchte. Da würde ich natürlich jetzt nicht mit über Glas gehen oder eine Tastatur, sondern wirklich einfach so diese groben Ränder einmal richtig schön sauber machen. Perfekt dafür geeignet. Der kommt auch noch mit nach Hause. Dann haben wir einmal, ich klicke das hier mal raus, diesen Aufsatz hier, den habe ich auch schon benutzt. Und zwar ist das der Aufsatz für Nassreinigung. Ihr könnt also zum Beispiel eure Couch nehmen, da richtig schön Wasser drauf machen, das einmal reinigen und dann wirklich mit dem, mit diesem Aufsatz hier einmal richtig schön drüber gehen und das ganze Wasser wird wirklich abtransportiert. Oder wenn euch mal was runterfällt, ihr habt ein Malheur in der Waschküche, die Waschmaschine läuft aus, das ist mir schon ein paar Mal passiert, dann einfach wirklich damit alles aufsaugen und ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit dem Nimbus. Den bekommt ihr von mir gratis dazu, wenn ihr den Hühler bei mir bestellt, wo wirklich das Wasser rauskommt und ihr gleichzeitig das Wasser reinsaugt. Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Das ist wirklich so, wenn man sagt, okay, ich möchte es einfach mal ausprobieren mit dem Nasssaugen, ob mir das gefällt, prima auch fürs Auto. Oder wie gesagt, wenn so ein paar Malheure passieren, kann man damit wirklich richtig schön alles, was nass ist, aufsaugen. Dann gibt es einmal nochmal den Aufsatz, den klickt man hier einfach so rein. Der kommt auch dazu. So rum, nur so, genau, klick, einfach dran. Damit könnt ihr auch nochmal richtig schön intensiv über eure Polster gehen und da aufsaugen. Da ist natürlich, haben wir hier nochmal Borsten dran. Das ist auch wirklich für die Polsterreinigung gedacht. Da kann man auch mal eben schnell drüber saugen. Dann mein absolutes Highlight, muss ich tatsächlich sagen, und das Highlight von meinem Hund. Haben wir hier diesen Aufsatz, der ist genial. Und zwar ist es so für Gardinen. Ihr könnt die Gardinen damit abstauben. Wie heißt das nochmal? Decken damit abstauben. Und das Tolle daran ist, dass es einfach nicht hängen bleibt. Das heißt, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr saugt, pappt das natürlich da dran wegen der Saugkraft. Aber hier bleibt es nicht dran hängen. Also ihr könnt zum Beispiel auch eure Kinder einmal schnell absaugen. Ihr könnt den Hund einmal absaugen. Der mag das total so als Massage, findet der Odin das total genial. Der hat da wirklich gar keine Angst vor. Und es ist einfach mega, mega praktisch, muss ich sagen, so einen Aufsatz zu haben, wo wirklich die Sachen einfach nicht dran bleiben. Wenn man vielleicht mal so eine Seidenbluse anhat und man merkt, da ist was dran, kann man da einfach mal eben drüber gehen und da passiert einfach überhaupt nichts mit. Und perfekt natürlich auch für Gardinen, weil so oft wäscht man die natürlich nicht. Und wenn man mal Fenster putzt, kann man einfach mal eben drüber gehen und hat direkt die Gardine und das Fenster in einem sauber. Finde ich sehr, sehr praktisch. Genau. Und dann, jetzt kommt der Oberknaller. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, was soll ich denn damit? Ja, was ist das hier? Dieser kleine Aufsatz, dieser Pinäumel hier, unter anderem super perfekt, um einfach, wie heißt das, die Luftballons aufzublasen. Wenn ihr nämlich den Schlauch auf der anderen Seite anschließt vom Hühler, kommt die Luft raus. Das heißt, ihr pustet die Luft raus. Und saubere Luft natürlich, das ist wirklich komplett durchgefilterte, desinfizierte Luft, die da rauskommt, wenn ihr da ein Öl reingibt oder ein Reinigungsmittel, was extra dafür gibt, um Räume zu desinfizieren oder Flächen zu desinfizieren, kommt da Luft raus. Ihr könnt Luftballons mit aufblasen, sehr praktisch bei Kindergeburtstagen oder so, aber das der absolute Knaller ist, ich habe damit meine Heizungen ausgepustet. Ich habe gedacht, was ist da drin? Das war so eklig, ich habe mich so geschämt. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon berichte. Ich gucke mal, dass ich euch das hier auch einmal einblende, was da rausgepustet kam, als ich mit diesem Gerät die Heizung ausgepustet habe. Wenn man mal bedenkt, wie viel Staub sich da dran ansammelt in den Heizungen. Natürlich ist der Staub dann aufgewirbelt. Was ich dann mache, ist, dass ich den Hühler dann einfach dahin stelle.
Ich mache ein schönes Öl rein, um den Raum nochmal zu desinfizieren und mache einfach die Luftreinigung an, ohne einen Schlauch da drin zu haben. Also man stellt ihn einfach wirklich genau so dahin, macht den an, der zieht hier vorne die Luft komplett rein und draußen kommt die saubere Luft wieder raus und im Wasser bleiben wirklich die kompletten Staubpartikel, Feinstaub, Haare, Hautzellen, alles, was sich so ansammelt in der Luft, bleibt wirklich hier drin und somit hat man dann komplett den Heizungskörper ausgereinigt und nochmal die Luft richtig schön gewaschen, dass der ganze Staub, der sich natürlich da ansammelt, nicht noch weiter in der Luft rumfliegt und rumwirbelt. Also ein absoluter Allrounder. Selbst das Starterpaket alleine, damit könnt ihr schon so viel machen. Da macht das Putzen einfach extrem viel Spaß, finde ich, weil man ein richtig tolles Ergebnis hat. Wahrscheinlich kennen das die einen oder anderen, ihr saugt und saugt und putzt und wischt und ihr habt am Ceranfeld immer so eine leichte Staubschicht. Ihr macht sauber, ihr geht kurz auf Toilette, kommt wieder, guckt auf Ceranfeld und dann ist da so ein leichter Staub. Oder am Fenster setzt sich ja auch an den Sprossen und so weiter wirklich dieser leichte, feine, super feine Staub. Und das atmen wir natürlich ein. Und dadurch, dass wir eine Luftreinigung machen, haben wir nicht mehr diesen Staub, diesen feinen Staub in der Luft. Ja, deswegen ein absolutes Genie im Haushalt. Alles Könner, wirklich, es ist einfach so genial. Allein das Starter-Set ist wirklich der absolute Hammer und das Zubehör natürlich auch. Ich sitze jetzt übrigens auch symbolisch hier im Kinderzimmer, weil ich das tatsächlich wegen meiner Tochter gekauft habe, ein Luftreinigungsgerät. Sie hat nämlich Hausstauballergie, Milbenallergie und ich befreie wirklich ihre Matratze regelmäßig von Milben. Und das kann der natürlich auch mega mit der Elektrobürste auch und wegen unserem Hund. Und wegen unserem Auto. Wir haben ja einen großen Bus mit sehr vielen Kindern. Ihr wollt nicht sehen, wie das Auto aussieht. Das ist mir so peinlich, aber ich werde auf jeden Fall einmal zeigen, wie ich unser Auto damit sauber mache. Weil so eine Aufbereitung von einem Auto, also in der Größe, die wir jetzt haben, habe ich mal angefragt, kostet locker mal knapp 400 Euro, dass sie den wirklich komplett sauber machen. Und ja, wenn man dann bedenkt, dass die Kinder natürlich, man fährt jeden Tag, das macht man also dann dreimal im Jahr, wenn man ein sauberes Auto haben möchte, läppert sich das natürlich auch extrem. Deswegen eine absolute super Anschaffung, sehr vielseitig einsetzbar zu Hause. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden. Ich beantworte alle eure Fragen. Und ja, dann viel Spaß beim Putzen, würde ich mal sagen.